Taschen alle miteinander und wirklich klasse, dass ihr eingeschaltet habt zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute, und das habt ihr ja schon am Videotitel erkannt, da werden wir einen Gartenrundgang machen. Wir werden mal gucken, was der Doc geschafft hat, was er nicht geschafft hat. Wir haben den Monat Mai, Ende Mai ist es, die Sonne ballert, aber das war nicht immer so, sondern wir haben auch mit den Eisheiligen zu kämpfen gehabt und da ist auch die ein oder andere Kultur leider nicht aufgelaufen. Ich habe das natürlich wieder neu ausgesät und mittlerweile sieht das eigentlich ganz gut aus. Und wie das aussieht, das schauen wir uns gemeinsam jetzt hier in diesem Video an. Ich wünsche euch viel Spaß und werde euch direkt mitnehmen in meinen Garten. Und hier vorne, das sind die Erdbeeren. Die sind natürlich noch nicht ganz reif. Der Schnittlauch hier hinten, der wächst noch ganz gut. Hier vorne habe ich so einen Topf gemacht mit rotem Sonnenhut. Daneben, das könnt ihr glaube ich alle schon erkennen hier, das ist die Ringelblume. Und hier drüben, das kennen wahrscheinlich auch die meisten, das ist die Tagetes, die da jetzt noch kommt. Wir nehmen uns aber jetzt hier den Korb mit, denn wir werden heute noch ein bisschen was ernten. Ein Korb von dreien. Wir werden glaube ich drei Körbe voll machen. Aber wir schauen jetzt erstmal drüben im Gurkenhaus rein, was da eigentlich los ist. Ja, die Leute, die das letzte Dies, Das am Dienstag gesehen haben, die wissen ganz genau Bescheid, dass das hier ein bisschen wild und ein bisschen mystisch aussah. Jetzt ist es aber so, dass wir ein bisschen weitergekommen sind. Ich habe das natürlich umgegraben. Hier müssen noch Töpfe für unsere Gurken hin. Das ist hier das Gurkenhaus. Ich habe hier drei Sorten Gurken. Zum einen ist das hier die Telegraph. Mir reichen zwei Pflanzen. Zum anderen ist das die mexikanische Mini-Gurke, glaube ich, heißt sie. Da habe ich dieses Jahr vier Pflanzen. Mir reichen zwei. Ist auch das erste Mal, dass ich diese Kultur anbaue. Und hier drüben haben wir eine Salatgurke aus der Facebook-Gruppe Dogs Island. Wenn ihr wissen wollt, was das ist und wie man da hinkommt, einfach mal hier unten in die Videobeschreibung reinschauen. Dort ist der Eintritt. Ja, hier vorne sind natürlich hier die Dilltöpfe, da läuft das auch schon wieder hier unten auf, könnt ihr sehen, wurde auch schon fleißig beerntet, wie man sehen kann, hier ist noch ein bisschen dran und da vorne ist natürlich noch so ein Schnittlauchtopf, aber wir wollen weiter jetzt in den Gewächshaustunnel, in den Folientunnel, denn da gibt es dann auch schon die erste Ernte für uns. Und hier vor dem Folientunnel, hier sind noch die Pfingstrosen. Kann man sich auch noch mal anschauen. Die gehen jetzt demnächst auf. Hier sind keine Ameisen zu sehen. Das ist ja auch immer das Ding. Diese Bauernrosen, die sind immer voll nachher mit den Läusen. Beziehungsweise sind ja schon die Ameisen vorher unterwegs. Aber wie man gegen den Ameisen gegen angehen kann, das habe ich euch, glaube ich, die letzten Wochen schon hier auf Facebook erzählt. Ab da unten mal in die Videobeschreibung reingucken noch immer. Facebook-Gruppe Dogs Island braucht Mitglieder. So, wir gehen jetzt aber in den Folientunnel rein. Ihr kennt das, ich filme das, wir wollen was ernten. Und zwar kommt hier erstmal der Korb einmal kurz weg. Das machen wir gleich. Hier sind Erdbeeren, nicht wenig, in Töpfen. Hat verschiedene Gründe, warum ich das jetzt in Töpfen mache. Auch hier drüben sind schöne, große Erdbeeren zu sehen. Und das geht jetzt hier halt durch. Topf für Topf werden wir die gleich abnehmen. Aber hier drüben ist ja noch viel, viel, viel mehr. Schaut doch mal, wir gehen mal einmal ganz rüber hier. Oder wollt ihr einen Blick haben? Pass auf, das gönnen wir uns jetzt. Wir gönnen uns einmal einen kleinen Blick hier über den Tunnel. Folientunnel, ich weiß gar nicht, wie viel Quadratmeter, spielt auch gar keine Rolle. Auf jeden Fall kann ich euch sagen, dass hier vorne die rote Beete ist. Und auch da gibt es kleine rote Beete-Kugel zu verzeichnen. Und ich könnte jetzt hier wirklich die ganze Reihe durchgehen, aber das sprengt die Zeit. Wir gucken lieber, was der Doc sonst noch hier kultiviert. Und zwar haben wir hier eine kleine Kohlreihe. Hier eine Kohlreihe, die spaltet sich aber hier vorne. Zum einen ist das ein Blumenkohl. Ist auch so ein Gewächs, das habe ich noch nie angebaut. Erste Mal hier auf Dogs Island. Und dahinter, da gehen wir einfach mal hin hier. Hier ist der Wirsingkohl.
Das spaltet sich dann hier. Ich glaube, man sieht das auch anhand den Blättern. Und nachher, wenn die Kultur ein bisschen weiter ist, dann wird man die beiden auf jeden Fall erkennen. Also das Stück hier, das ist so ein bisschen mit Blumenkohl. Das Saatgut, das kommt aus der Facebook-Gruppe. Wie ihr dahin kommt, wisst ihr doch, wisst ihr doch. Dann haben wir hier Wirsing. Auch für mich das erste Mal, dass ich Wirsing kultiviere. Müssen wir mal schauen, was dabei rumkommt. Aber ich sehe, der fängt jetzt irgendwie so langsam das Kopfen an. Und das wäre auf jeden Fall sehr nice, wenn wir da nicht auch mal das ein oder andere Kilo ernten können. Apropos Kilos, wir wollen heute nämlich Kilos ernten auch. Es gibt was zu essen, ihr habt das ja schon gesehen hier. Mache ich gleich mal, ich glaube, ich fange das schon mit an. Ich mache das einmal leer hier, die Erdbeeren. Dann sind wir damit durch. Das ist aber lediglich Nachtisch heute, bisschen gezuckerte Erdbeeren. Ich gehe jetzt hier die Reihe durch und guck, was ich hier so irgendwie kriege. Da hinten übrigens, die Leute, die den Kanal hier kennen, da hinten erwartet uns noch ein weiteres Feld mit Erdbeeren. Aber hier gibt es kleinere Erdbeeren, noch kleinere Erdbeeren und vielleicht auch größere Erdbeeren. Da muss man mal gucken. Ich mache das erstmal hier leer. Ups, da ist sie wieder weg. Ich mache das erstmal leer hier mit den Erdbeeren. Die müssen da weg. Ich sage euch das schon vorher, Erdbeeren werden in der Regel immer mit den Grünen hier gepflückt. Dann hält sich die Frucht natürlich deutlich länger. Also ich mache das hier erstmal fertig und dann nehme ich den Korb ein Stückchen weiter mit nach hinten und erzähle euch was hier zu der Reihe und was uns gleich noch sonst so erwartet. Ja, wir haben jetzt schon ein bisschen was geerntet hier von unseren Erdbeeren. Die Töpfe hier vorne, die sind ja so weit abgeerntet. Da wird es dann morgen vielleicht nochmal eine Erdbeere geben oder übermorgen. Ihr könnt das ja sehen, die haben hier schon durchaus immer noch Farbe, aber das ist mir halt zu unreif. Wird die nächsten Tage da morgen, übermorgen irgendwie zum Naschen mitgeerntet, was hier jetzt noch dran hängt. Wir haben ein paar Erdbeeren. Da können wir uns durchaus irgendwie gezuckerte Erdbeeren von machen. Wir werden aber gleich hinten noch ein Stückchen weitergehen. Da gibt es noch ein paar mehr Erdbeeren. Hier vorne sind die Physalis. Ich habe hier so ein ganzes Brett bzw. eine ganze Reihe Physalis da gemacht. Das sind vier Sorten. Und zwar geht das irgendwie im Zweier. Vorne sind zwei Stück. Das ist so eine ganz normale Sorte, die wahrscheinlich jeder kennt. Hier vorne ist so eine Mini-Physalis. Aunt Molly heißt die, ist sehr klein. Die hat hier schon geblüht. Da könnt ihr das sehen. Die Blüte ist verwelkt, ist ab. Aber hier unten ist der Fruchtansatz. Und auch dort natürlich. Dann habe ich hier eine weitere Physalis. Das ist eine, die habe ich neu bekommen dieses Jahr. Da habe ich dann drei Pflanzen von gemacht. Und hier drüben, da geht das immer noch weiter, da ist die Beersticke. Auch da habe ich drei Pflanzen von gemacht. Also soweit so gut, würde ich sagen, sieht das ja ganz gut hier im Tunnel aus. Da hinten, da sind Monatserdbeeren. Na, sobald ich hier, oder seitdem ich hier so vernünftige Erdbeeren habe, da interessieren mich hier diese Monatserdbeeren gar nicht mehr so doll. Dabei sind die gar nicht schlecht. Schmecken natürlich auch ein bisschen anders als normale Erdbeeren. Ein bisschen süßer. Eher so wie die Kaugummis. Früher aus dem Kaugummiautomaten. Menge hängt natürlich nicht dran. Aber der Geschmack, der ist natürlich deutlich was anderes als solche Erdbeeren. Naja, die wachsen da immer noch. Aber ich glaube, da werde ich mich trennen nächstes Jahr von den Erdbeeren hier. Und werde dann mal sehen, dass ich irgendwie vernünftige Erdbeeren mache und die auch ein bisschen in Töpfen halte. Hier vorne ist eine Palmlilie. Die hat dieses Jahr nicht geblüht. Ich sehe aber dafür, die treibt hier ordentlich aus. Hier und hier sind auch noch mal zwei. Hier drüben lässt sich auch noch mal was sehen. Palmlilie, eine schöne Sache. Ich lasse den Erdbeerkorb auch direkt hier stehen. Ihr könnt das, glaube ich, schon sehen. Ja, hier geht es gleich weiter mit dem
Erdbeer ernten. Aber wir wollen erstmal nochmal hier drüben ran. Das habt ihr ja noch nicht gesehen, habe ich ja noch nicht gezeigt, beziehungsweise irgendwann, glaube ich, in dem Dies, das am Dienstag, weil ich da hinten den Salat dann wiederum ausgesät habe. So, das sind hier Zwiebeln, ich glaube, das habt ihr alle erkannt. Und zwar habe ich hier rote Zwiebeln hier auf dem Stück. Das sind so zwei Reihen hier. Dann habe ich die weißen, die Stuttgarter Riesen, ein ganzes Stück auch. Und hier drüben läuft auch nochmal Stuttgarter Riesen, die Hälfte davon. Und die zweite Hälfte, das sind Schalotten. Kennt ihr, glaube ich, auch. Unter anderen Namen, glaube ich, heißen sie Horstzwiebeln, weil die halt in so einem Horst wachsen und da mehrere Zwiebeln an einer Zwiebel nachher dran wachsen oder dran wächst. Genauso wie der Knoblauch das macht, da kommen mehrere kleine Brutzwiebeln dann. Und hier drüben habe ich den Salat, den ich mit euch zusammen ausgesät habe. Der macht sich auch ganz gut und ist gekommen. Schöne Grüße gehen auf jeden Fall raus an die Nachbarschaft, da kommt nämlich das Saatgut her. Top-Sache ist sowas. Wächst sehr, sehr schön. Ja, und hier vorne ist das Beet natürlich noch leer. Da habe ich mir gedacht, da kommen die Bohnen rein. Die hatte ich ja letztes Jahr hier in diese beiden Beete irgendwie. Und jetzt habe ich mir gedacht, kommen hier die Bohnen. Die Bohnen liefen allerdings so schlecht auf, dass ich da nochmal nachdrücken musste. Deswegen können wir die heute nicht sehen. Aber ich habe es erstmal mit einer Plane abgelegt, damit das Unkraut da nicht so doll durchkommt. Und wir das nachher anschließend leichter haben. Also die Bohnen, die gibt es auf jeden Fall. Da zeige ich euch kurz nochmal eine Szene von. Da sind sie, meine Bohnen. Es hat zuerst nicht geklappt. Das leidige Thema. Und jetzt haben wir zu viele Bohnen gesehen. Da geht es jetzt auch hier direkt weiter. Ihr seht das schon, eine ganze Bank Salat irgendwie. Ich bin Salatesser. Salat werden wir heute auch noch wiederum ernten. Nicht hier von dem Stück, denn ich habe noch mehr Salat und reiferen Salat. Aber der Salat hier, der Roma-Salat, kann man ja mal sehen. Dem geht es hier auch prächtig. Beste Sache. Dann habe ich hier so ein Freistück noch. Also das ist frei und das da hinten auch. Und dahinter, hinter den Erdbeeren, ihr seht das ja schon, ich muss gleich noch mehr Erdbeeren ernten. Da gehen wir gleich ran. Da Erdbeerstück, Erdbeerstück und da hinten gibt es dann auch noch mehr Erdbeeren. Aber das sehen wir uns dann nachher gleich, nicht später, gleich direkt, wenn der Korb dann ein bisschen gefüllt ist. Naja, die beiden Stücke, beziehungsweise das hier, wenn das leer ist von dem Salat, wird das mit Melonen gefüllt. Ich habe anfangs Probleme gehabt mit den Melonen. Mittlerweile ist es so, dass ich Melonen en masse hab. Also wir werden das voll mit Melonen machen, das voll mit Melonen machen, das voll mit Melonen machen, das voll mit Melonen machen. Und dahinter ist auch noch ein kleines Beetchen. Das werden wir auch noch voll mit Melonen machen. Wer von euch noch Melonen haben wollte, ihr habt ja alle gefragt, hier Melone, dies, das, blabla Keks, Livestream, hast du noch Melonen? Ich habe Melonen, sind bei mir aber allerdings, muss ich dazu sagen, alles süße Melonen, Zuckermelonen, Netzmelonen, Galia-Melone, Honigmelone. Und solchen Kram. Wassermelone habe ich dieses Jahr überhaupt nicht. Habe ich letztes Jahr versucht. Hier vorne auf dem vorderen Stück lief überhaupt nicht. Deswegen gibt es weiterhin, wie das schon sonst immer auch war, hier auf Dogs Island, süße Melonen. Aber hier gibt es jetzt gleich Erdbeeren. Da wollen wir uns beimachen. Ich wollte euch nur mal eben zeigen, was hier so auf dem Stück bis zu den Erdbeeren. Da sind ja noch Erdbeeren. Was denn hier sonst so ist, das ist Knoblauch. Ich denke, das kann man sehen. Bei mir ist der Knoblauch mittlerweile hier so dick wie so ein junger Porree, würde ich sagen. Und ihr könnt das sehen. Er sieht gar nicht mehr so hübsch aus. Wenn man sich das nämlich ganz genau anguckt, sind einige Blätter schon gelblich. Aber der Knoblauch bei mir, der kommt auch nächsten Monat raus. Jetzt im Juni dann wird er dann rauskommen. Hier vorne waren vorher Radieschen. Und zwar Breakfast 2 heißt die Sorte. Wer da keine Ahnung von hat, einfach mal hier unten in der Videobeschreibung reinschauen, denn da ist auch mein Instagram-Profil verlinkt und da könnt ihr einfach mal schauen, was ich hieraus geerntet habe. Und Salat haben wir da auch geerntet, drüben im Glashaus. Da werden wir anschließend, wenn wir hier mit dem Tunnel durch sind, werden wir nochmal ins Glashaus gehen, denn da warten die Kilos auf uns, damit wir heute schön was nochmal zu spachteln bekommen. So, ja, Knoblauch. Hier ist dieses Nebenprojekt, diese winzig kleinen Knoblauchdinger, die sind ja aber immer noch winzig klein. Ich bin ja mal gespannt, was das bringt. Ich glaube, das Dogs im Verfolgungswahn, das ist mir nicht gelungen. Ich hätte das vernünftiger angreifen sollen. Es gibt aber im Laufe des Jahres noch genug
Dogs on Tour, Quatsch, Dogs im Verfolgungswahn, nicht on Tour. On Tour natürlich auch immer nochmal. Aber hier, schaut euch das an, ist nochmal wieder ein zweites Knoblauchbeet. Da habe ich mal Knoblauch recht gerne. Hab mir aber für nächstes Jahr gedacht, wenn hier die Erdbeeren rauskommen, und die auf jeden Fall, man kann das ja sehen, wie schäbig hier das Beet aussieht. Und da drüben sieht das schon ein bisschen besser aus. Und da hinten schaut das Ganze noch besser aus. Sind die jüngeren Pflanzen. Die sind ein bisschen alt, die müssen dann raus. Alle 2-3 Jahre kann man durchaus die Erdbeeren austauschen. Ja, der Knoblauch, der wird wandern. Ich brauche auch nur noch ein Beet. Ich mache nicht hier wieder 2 Beete. Das reicht. Ich habe euch das einmal gezeigt dann. Am Ende des Jahres, glaube ich, kommt das Video, wie man das macht mit dem Knoblauch. Habe ich euch das gezeigt und dann bleibe ich bei dem einen Beet, das wandert hier aber irgendwie hin. Na, nächstes Jahr kommt hier noch verrückte, andere wilde Sachen, interessante Sachen auf jeden Fall. Also das Abonnieren hier von dem Kanal, das lohnt sich auf jeden Fall. Das könnt ihr nachher anschließend hier machen oder direkt dort unten machen, wo das Abonnieren steht. Ja, dann haben wir hier Erdbeeren, genau. Bevor wir weitergehen, wollen wir jetzt nochmal die Erdbeeren ernten. Ja, die tragen nicht mehr so schön hier, aber es sind ja durchaus noch Erdbeeren da. Die nehmen wir uns alle mit hier. Und was haben wir hier drüben? Da sieht man das mal wieder hier. Hier gibt es noch ein paar schöne, größere Erdbeeren. Da lohnt sich ja auch die Ernte. Da macht die Ernte Spaß. Ja, man kneift die einfach hier so oben ab. Ganz wichtig ist, ups. Können wir eine probieren nochmal. Super saftig, Erdbeeren. Wichtig ist mit dem Grün. Grün muss mit, der lässt sich das Ganze länger halten irgendwie. Ist länger haltbar, wenn man das dann irgendwie wegpackt. Wichtig ist auch, die müssen jetzt gleich ab ins Kühle irgendwie, die Erdbeeren. Ja, wir nehmen uns aber einfach hier noch ein paar Erdbeeren ab. Guck mal, hier ist doch wieder eine schöne. Und dann schauen wir uns mal an, wie weit wir gleich mit dem Korb kommen, ne? So, damit geht es jetzt schon weiter. Jemand mal einen Tipp hier, was das vielleicht ist. Ich glaube, das sind so 500 Gramm oder so. Reicht noch nicht. Ich sagte ja, wir wollen heute Kilos ernten. Hier geht es aber schon weiter hier im Gartenrundgang. Ist Knollensellerie. Sieht auch eigentlich sehr nice aus. Kann man nicht zu sagen. Und hier drüben sind die Möhren. Ja, die laufen ja, mal recht schlecht. Wenig irgendwie auf, aber es ist trotzdem noch mehr als das, was wir letztes Jahr hatten. Von dem her bin ich ganz zufrieden. Und wenn man hier mal drunter guckt, ich weiß nicht, ist das schon eine Möhre zu sehen? Ich glaube ja. Also Möhre ist da. Geht's aber weiter hier vorne mit den Erdbeeren. Ach Quatsch, sind 2 Möhrensorten, wollte ich noch mal kurz dazu sagen. Und hier hinten geht es jetzt gleich weiter mit den Erdbeeren. Ich stelle den Korb hier einfach hier hinten mal ab und mache das gleich, wenn wir durch sind. Und zwar habe ich hier Ackerbohne, Saubohne. Ups, da liegt eine nebenher. Hätte man ja auch mal irgendwie stützen können. Da hätte mal jemand den Doc Bescheid sagen sollen. Hier werde ich gleich noch einen Pfahl reindonnern, um das irgendwie zu stützen. Aber wo ich drauf hinaus wollte, ihr könnt das glaube ich sehen. Die Läuse, die schwarzen Läuse, besonders die hartnäckigen, die sind hier nicht. Weder grün noch schwarz. Es sieht alles ganz gut aus. Und das wollte ich nochmal euch zeigen. Ihr kennt wahrscheinlich alle hier solche Flöcke hier. Ja, was mögen die sein? Ups, was mögen die sein? 1,50 oder irgendwas. Ich weiß ja gar nicht, wie groß eure Ackerbohnen sind, aber wir stellen das hier einfach mal rein. Und ich würde sagen, meine Ackerbohne, die ist so irgendwie auf 1,20 Meter Höhe. Ja, unnormal und völlig wild. Ja, Ackerbohne, für mich das erste Mal, Saubohne und wie sie nicht alles heißt, Puffbohne heißt sie ja auch. Wir werden das hier gleich erstmal nochmal stützen oder das mache ich gleich ohne euch. Ich lehne das erstmal ran. Für mich das erste Mal hier auch auf Dogs Island bin ich total von begeistert. Vor allen Dingen auch, und das darf man glaube ich den Leuten auch nicht erzählen, wir haben hier durchaus die ersten Bohnen zu sehen. Ne, also hier und auch hier
Hier oben sind die ersten Bohnen. Hier unten natürlich auch. Hier sieht man das, glaube ich, ganz gut. Blüte mit weg. Schön befruchtet hier. Habe ich gar nicht mit gerechnet. Alle sind sie ja gerade am Kämpfen irgendwie mit den Läusen. Betrifft uns irgendwie nicht hier auf Dogs Island, obwohl wir das wahrscheinlich deutlich wärmer haben und eigentlich die Läuse hier sich wohlfühlen können hier auf dem Gelände, weil wir doch viele Kulturen haben. Jetzt sind wir aber schon hier am Ende angekommen im Tunnel. Ich mache das hier jetzt gleich nochmal erstmal fertig. Aber hier kommen Melonen wiederum rein. Ich habe da auch noch ein paar Melonen. Die liefen ja sehr schäbig auf, aber ich habe schon was pikiert und genau das zeige ich euch jetzt nochmal ganz schnell. Hier laufen sie auf. Die Melonen, hier drüben sind noch ein paar Kürbisse, Hokkaido. Aber hier laufen Melonen auf. Und auch dort kommen sie langsam, genauso wie hier. Also es wird doch ein paar Melonen geben. Pikiert sind sie. Was für ein geiles Ding. Die kommen hier natürlich rein. Einmal irgendwie so ein Mix. Die anderen Melonen, die laufen hier auf, die kommen dann hier. Und hier, das wisst ihr ja, das Feld, das wandert eventuell irgendwo hierhin oder hierhin. Hier war ja letztes Jahr Kohl. Vielleicht baller ich da einfach nochmal ein bisschen Salat hin. Also einmal den und dann habe ich noch einen braunen Pflücksalat, den amerikanischen Braun. Und dann habe ich noch einen anderen grün gefiederten Salat. Der kommt aber wahrscheinlich erst in 2 Monaten. Dann, wenn man sich das mal so genau anguckt, ist hier für Juni, wir haben es ja Ende Mai, ist hier für Juni auf jeden Fall genug Salat. Da müssen wir noch gar nicht bei. Der ist mir zu klein. Einer ist mir da weg, aber das ist halb so wild. Sieht alles gut aus. Hier hinten dann in der Ecke, hier haben wir Mairübchen. Und da habe ich ja gesagt, da gehen wir auch ran an die Mairübchen. Allerdings nicht hier hinten in der Ecke. Die Mairübchen, die habe ich etwas später gepflanzt. Ich weiß gar nicht, hockt hier schon was drunter? Ja, so groß wie ein Radieschen. Hockt hier wohl schon drunter. Hier kann man das gar nicht sehen. Doch, hier auch. Das ist aber lediglich so groß wie ein Radieschen. Das ist noch nichts. Wir wollen heute Kilos ernten. Das lassen wir noch ein bisschen wachsen. Ich habe hier nebenan habe ich den Superschmelz. Eine ganze Reihe einmal durch. Der wird natürlich auch dann nachher, der braucht ein bisschen länger natürlich als andere Kohlrabis. Kohlrabi Superschmelz hier, der bringt anschließend nachher auch Kilos. Und man kann das, glaube ich, sehen. Er fängt das Kopfen an. Wenn ich bei euch so die Köpfe sehe, die sind natürlich schon deutlich weiter. Aber das hier ist auch alles aus Samen gezogen. Alles hier auf Dogs Island natürlich aus Samen gezogen. Und ich bin schon recht zufrieden, dass der hier anfängt auszurasten. Und hier hinten, hier habe ich noch ein Körbchen stehen. Machen wir das oder machen wir erst das andere voll? Wir machen erst das andere voll. Und dann schauen wir hier gleich nochmal ins Eck ran. Denn hier vorne an den Argano-Salat, da soll das jetzt gleich auch rangehen. Der muss weg. Ich habe hier vorne nämlich nochmal weiteren Knollensellerie stehen. Der wird dann anschließend hier unten hingepflanzt. Die Mairübchen sind ja auch irgendwann mal weg. Ich komme aber mit den Knollensellerie, das ist ja nicht viel. Da komme ich wahrscheinlich nur bis hier hin oder so. Und der letzte Rest, der wird dann nachher für irgendeine Winterkultur genommen. Vielleicht Herzrübchen nochmal oder ich mache da einfach irgendwie ein bisschen Feldsalat oder Winterportulak rein. Aber wir wollen jetzt erstmal hier drüben bei den Erdbeeren bei. So, dann wollen wir mal gucken, ob es hier überhaupt noch was zu ernten gibt. Einmal schnell so einen Rundblick, aber ich glaube, ich sehe hier unten, hier sehe ich schon direkt etwas. Da ist ja schon was. Kommt mit weg. Was gibt es noch zu den Erdbeeren zu sagen? Ach ja, die werden, habe ich euch glaube ich schon erzählt, kühl gelagert, immer mit dem Grün. Was noch wichtig ist, wenn die mit Wasser in Berührung gekommen sind, dann nachher, da müsstet ihr die Erdbeeren zügig verbrauchen, das heißt einmal abspülen, sauber machen und dann direkt verbrauchen. Erdbeeren sind immer nicht so lange haltbar. Was kann ich euch noch erzählen und zeigen, hier wo wir jetzt gerade bei den Erdbeeren sind? Ich sehe das hier jetzt gerade. Hier macht die Erdbeere so einen Arm. Ich glaube, das kann man ganz gut sehen. Da könnt ihr euch nachher die Stecklinge abnehmen. Aber wenn das so weit ist wie bei mir und wir wollen ja was ernten, hier ist nochmal so ein Ding von einer anderen Frucht. Wenn das soweit ist, dass schöne Erdbeeren dran sind und wir wollen ja Erdbeeren ernten und jetzt keine Jungpflanzen, dann zieht man die einfach raus. Kann man einfach so ziehen, ich zeige euch das mal, einfach dran ziehen und das knappt direkt an der Erde ab. Ihr seht ja, wie weiß das ist. Das macht man, damit sich die Früchte jetzt besser noch entwickeln können, noch größer werden. Die
Pflanze, die steckt jetzt die Kraft in die Früchte rein, um sich dann auch über den Samen zu vermehren und nicht vegetativ, wie das sonst immer der Fall ist. Schaut doch mal, jetzt ist das Ding hier schon wieder umgeklappt. Ich muss hier gleich rein. Ich muss hier gleich nochmal rein und das stutzen. Das sehen wir dann im nächsten Gartenrundgang Juni wahrscheinlich. Wenn das dann hier überhaupt noch steht, weiß ich ja nicht. Die Bohne ist ja immer relativ schnell unterwegs. Tut mir auch leid, dass ich so viel hier rumbabbel und sabbel. Aber das gehört nun mal dazu. Ich ernte das hier schnell weg. Und dann wollen wir mal schauen, was es noch gibt. So, ja, ich bin hier jetzt angekommen im Glashaus mit meinen beiden Erntekörben. Und hier vorne könnt ihr das ja schon sehen. Ich habe da noch jede Menge zu ernten. Ich stelle den Korb aber kurz mal hier hinten an die Seite hin. Und zwar habe ich hier vorne Romasalat sowie auch da hinten Radieschen. Und die Radieschen, die werden wir uns jetzt hier als erstes wegnehmen. Die müssen jetzt eh die Tage alle weg. Denn hier kommen anschließend noch die Tomaten rein. Ja, was nehmen wir denn hier? Hier nehmen wir noch eine raus. Ups, die steckt da noch drinne. Die nehmen wir trotzdem mit. Und hier hinten ist auch noch was. Ja, das kommt halt die Tage jetzt mit raus. Schön Paradieschen noch. Ich drehe die einfach mal ab. Na, die nehmen wir gleich noch mit in den Salat hier rein, hier drüben. Kommen hier in unser Erntekörbchen mit rein. Und dann werden wir jetzt gleich noch den Roma-Salat machen. Ich reiße das hier ein bisschen kleiner, dann ist das direkt für den Kompost. Der Kompost, der freut sich natürlich. Und hier drüben, wir nehmen so einen Roma-Salat hier einfach raus. Ne? Und zwar auch der erste, der einfach da ist. Der wird hier einfach abgedreht über der Erde. Die ersten Blätter, die mache ich immer weg. Die sind ja nicht so schön. Die lagen ein bisschen auf der Erde und wurden etwas angegriffen. Aber ich denke, wir haben trotzdem noch einen wirklich schönen, tollen Salat. So, den nehmen wir uns auch noch mit. Und jetzt zeige ich euch nochmal schnell die Tomaten, die jetzt hier gleich auf die Fläche hinkommen. Da sind sie, die Tomaten. Die werden gleich auf die Fläche, beziehungsweise nicht gleich, aber anschließend auf die Fläche gepflanzt dann. So, ich muss aber das alles ein bisschen schattiger stellen. Ihr wisst ja, die Erdbeeren wollen das nicht so sonnig. Und jetzt müssen wir hier ein bisschen Gas geben, dass wir durchkommen mit dem Gartenrundgang. Wir gehen jetzt hier rein ins Treibhaus, ins Glashaus. Hier vorne haben wir Feigen, zwei Feigen. Die haben sich relativ gut gemacht aus dem letzten Jahr, haben den Winter überlebt. Und man kann das hier auch ganz deutlich sehen. Hier unten ist es dunkler, hier ist das heller. Das ganze obere Stück, das ist neu ausgetrieben. Schöne Sache, Feigen, für mich auch das erste Mal. Eventuell trägt das auch schon nächstes Jahr Früchte. Hier drüben könnt ihr das sehen, da haben wir schon wieder den nächsten Erntekorb. Aber das wollen wir gleich machen. Da werden wir uns gleich mit befassen. Einmal schnell geht es hier an die Wickenwand ran. Wisst ihr ja, ich habe hier die Wicken. Und auch die fangen jetzt langsam hier an zu blühen. Sehr schöne Blüte. Eventuell komme ich da irgendwie nochmal in dem Video mit rum, damit ihr euch nochmal die Wicken anschauen könnt. Und dann haben wir hier drüben ein schönes Tomateneckchen. Zwei Reihen Tomaten hier. Ich glaube 80% oder so kommt von der Sina. Sina, entschuldige mich bitte, wenn ich deinen Kanal jetzt nicht oben verlinke. Schönen Dank aber an Sina. Hier haben wir ein paar Blümchen. Auch immer eine richtig schöne Sache. Ein paar Blümchen. Ja, hier vorne auf dem Tisch. Hier ist noch ein bisschen Kamille. Und hier ist die Jungfer im Grün, kommt auch aus der Facebook-Gruppe. Schaut doch einfach mal bitte rein, wir alle freuen uns, wenn da neue Mitglieder sind. Da hinten ist wieder ein bisschen was Tomate, ist die Iland gelb. Und anschließend habe ich Paprikas da hinten gepflanzt. Ich glaube, das sind die mediterranen Paprikas. Ich muss da einmal ganz kurz mal aufs Ende gucken. Wird wahrscheinlich ein Schildchen stehen. Ja, das sind die mediterranen Paprikas. Schöne Sache, so eine Kirschpaprikas mag ich sehr gerne. Immer ein Highlight. Ja, und hier vorne wollen wir jetzt einmal schnell ernten, bevor ich euch die andere Seite drüben zeige. Ich spoilere einmal ganz kurz mal was. So,
Da seid ihr alle befriedigt und wisst, warum ihr jetzt die nächsten Minuten gucken müsst oder solltet. Oder die Leute, die jetzt hier die ganze Zeit beigeblieben sind, drangeblieben sind. Ich habe doch gesagt, wir wollen Kilos ernten. Hier kommt das doch. Ich packe das erstmal einfach hin. Das Grün wird entfernt, da freut sich der Kompost auch. Aber das ist ja jetzt wirklich wieder ein Brummer. Mairübchen sind das übrigens, die das nicht wissen. Rübstiel, Mus oder sowas, sagt Ralf. Ich habe da mit dem Ralf nichts zu tun. Und der verwendet das irgendwie, der isst das als Salat oder weiß der Geier was. Interessiert ja auch gar nicht, wir wollen Kilos machen heute. Deswegen sind wir hier. Wir reißen uns einfach nochmal hier so einen Zweigen raus. Da sind wir ja nicht so. Ist ein schönes Mairübchen. Kann man ja nichts sagen. Ich denke, jetzt haben wir schon wieder das Kilo zusammen. Unmöglich von mir, weiß ich. Dogs Island Kram. Wir nehmen uns aber noch was raus. Ne? Ihr wisst ja, auf einem Bein kann man nicht stehen. Zweites geht vielleicht. Was ist denn hier eigentlich drunter? Kann man da noch mal gucken? Ist da noch mal? Oha. Ne? Wird ja auch Zeit. Wir müssen auch die Fläche hier leer kriegen. Wir wollen die Fläche hier leer kriegen. Hier kommen anschließend, kommt da der Porree rauf, der mein Winterporree, das mache ich immer so. Mairübchen ist ein Kohlgewächs und danach mache ich immer anschließend Zwiebeln rauf. Also ein Alliumgewächs, das ist dann der was habe ich gesagt? Ach, weiß man nicht so genau. Doch, man weiß das natürlich. Aber wir ziehen uns noch einen raus, oder? Wo ist denn noch ein richtig schöner, toller Mensch? Die sehen ja auch alle gut aus. Kann man ja auch nichts sagen, Mensch. Ich ziehe hier mittig noch mal einen raus. Porree. Bei mir kommt da Porree anschließend rauf. Oh, ist auch ein schönes Mairübchen. Gebutterte Mairübchen gibt's da dann irgendwie. Mit ein bisschen Petersilie. Die habe ich auch schon im Korb. Schaut doch mal bitte schnell mal hin hier. Habe ich euch ja gar nicht gezeigt. Die liegt doch hier hinter. Da ist die Petersilie. Fängt bei mir jetzt auch schon an zu blühen, aber Petersilie geht immer. Bisschen was an Petersilie. So, dann haben wir hier was gemacht. Herrliche Sache. So, dann geht's weiter. Die Ecke, habt ihr jetzt gesehen, was hier eigentlich los ist? Drüben auf der Seite. Dann hier vorne, vor mir, ihr könnt das ja sehen, da sind Zitronen. Das sind Zitronen, befinden sich im dritten Jahr, glaube ich. Mal gucken, was das bringt. Hier vorne habe ich eine Pepino. Ist für mich natürlich auch wiederum Neuland, also ob das fruchtet oder nicht, ob da Blütenansätze kommen. Ich weiß das nicht, befindet sich jetzt auch im zweiten Jahr. Es gab aber irgendwie, glaube ich, mal so eine Pepino-Challenge. Ist an mir vorbeigegangen. Plötzlich habe ich hier so eine schöne, tolle Pepino. Hockt hier in so einem Topf. Und plötzlich gibt es keine Pepino-Challenge mehr. Irgendwie alles langweilig. Die Zitrone hier. Hier habe ich eine größere Zitrone. Im Gegensatz zu den kleineren ist die schon deutlich größer hier, die Zitrone. Die hat auch Blüten getragen. Die Leute, die das irgendwie auf Facebook hier verfolgen auf Dogs Island, die wissen ganz genau, das Ding hat Blüten getragen. Die Blüten wurden allerdings nicht gehalten. Habe ich jetzt im Nachhinein jetzt gehört, dass man da wohl eventuell einen zweiten Baum für braucht. Kristallisiert sich alles später raus. So, da haben wir hier drüben schönes Eckchen. Und zwar läuft hier vorne Chili, eine ganze Reihe Chili, zig verschiedene Sorten. Ich glaube, das sind 12 Stück oder irgendwas. Das läuft hier. Erzähle ich euch im Garten, im nächsten Gartengrundgang, dann Juni, wenn man da eventuell mal was sieht, dann erzähle ich euch, wofür ich das brauche. Oder ihr kennt ja alle mein altes oder mein anderes Chili-Video. Muss ich da oben ja nicht verlinken. Kennt ihr, glaube ich. Mit den 1400 Aufrufen oder so hat das wahrscheinlich jeder gesehen. Da drüben ist Mangold. Bis zur Hälfte läuft da Mangold und anschließend geht das mit Paprikas da weiter. Das sind gelbe Paprikas, Blockpaprikas, ein kleines Stück, kann man aber immer gebrauchen. Bisschen für die Farbe und so nachher, wenn man eine Antipasti macht, mag ich speziell natürlich auch sehr gerne. Eine Antipasti wird es auch wiederum geben, wird es aber kein Video von geben. Das Video zur Antipasti, das verlinke ich euch hier oben. Wer Interesse hat, der schaut da oben einfach bitte nochmal nach. Dann habe ich hier vorne so eine Kultur, ich glaube, das haben die wenigsten von euch im Garten. Brasilianischer Samtpfirsich heißt das. Sieht ein bisschen aus wie eine Physalis. Hat sich sehr schwer getan am Anfang, um das Ganze irgendwie zu pikieren. Hier ist immer noch eine kleine Pflanze und die hier hinten, die ist ja noch deutlich kleiner.
Aber ihr wisst ja Bescheid, hier auf der Stirnseite, da laufen die brasilianischen Samtpfirsiche. Weiß man nicht ganz genau, was es ist. Und dann, Steffen, habe ich gesehen, du machst auch irgendwie so eine Sonnenblumen-Challenge. Ich habe hier Sonnenblumen, die sind 2 Meter groß. Die blühen, die sind auch schon durch. Also besser wird das nicht. Aber das Ganze ist irgendwie 2 Meter groß, Steffen. Ich bin dabei bei der Challenge. Ich werde das Ganze nochmal ausmessen. Und dann habt ihr da schon mal einen Ansatz, was ihr da irgendwie machen müsst. 2 Meter müsst ihr knacken. Denn schaut euch das mal an. Da sind 3 Pflanzen in dem Topf. Ja, beim nächsten Mal, Steffen, mache ich da ein Körnchen rein und dann wird das Ganze wahrscheinlich noch ein ganzes Stückchen höher nachher laufen. Ja, schöne Sache. Beim Steffen unbedingt mal auf dem Kanal rumschauen. Ne? Einfach mal raufschauen, einfach mal das Abo dalassen. Wenn ihr Bock habt, was zu gewinnen, dann macht sowieso bei so kleineren Kanälen mit. Ne? Da ist die Ausschüttung deutlich höher wie bei so größeren Kanälen. So, hier vorne, Kamille. Hier läuft die Kamille. Muss ich, glaube ich, aber auch nichts mehr zu sagen. Habe ich schon alles gesagt im letzten Video. Muss ich das verlinken? Nein, muss ich nicht. Und hier drüben haben wir noch weitere Teesorten. Ist die Agastache. Das ist Agastache. Hier haben wir Pfefferminze. Wird auch beerntet, aber kriegt die Nachbarschaft hier. Ganzer Topf voll, kriegt die Nachbarschaft. Damit sich das alles verzweigt nachher. Und ist für mich dann einfacher zu handeln, das Ganze zu beernten. Die erste Charge kriegt die Nachbarschaft. Auf jeden Fall. Dann haben wir hier Zitronenmelisse, ist auch nochmal mit zwischen, kriegt der Feuerstein. Feuerstein, wenn du das Video hier siehst, also Zitronenmelisse habe ich da für dich, auf jeden Fall. Und hier ganz hinten ist nochmal eine Agastache, aber das lasse ich auch ausblühen. Eine von den Agastachen werde ich eventuell nächstes Jahr woanders hinstellen. Ich werde euch aber im Laufe des Jahres zeigen, wieso, weshalb, warum. Die Agastache, die blüht nämlich richtig schön, ist eine Augenweide. Ich sehe gerade hier die Kamera, die linkt ab. So, wir müssen uns jetzt beeilen. Ich habe aber auch nicht mehr viel zu tun. So, hier vorne ist Grapefruit. Das Ganze muss nochmal umgetopft werden. Natürlich aus Samen gezogen. Das ist die Topfgröße, die Grapefruits demnächst bekommen. Hier vorne auch aus Samen gezogen. Da gibt es auch einen Dogs im Verfolgungswahn. Das ist eine Dattel. Ja, hier sind die Datteln. Und auch das hier, das ist Dogs im Verfolgungswahn. Dann gibt es natürlich am Ende des Jahres irgendwie. So, was gibt es noch zu erzählen? Hier drüben, ach, hier haben wir nochmal ein paar Kakteen. San Pedro Kaktus ist das. Sehr schöne Sache. Jahre alt, wächst, kommt ganz gut. Bisschen grün immer. Ich glaube, die meisten kennen das irgendwie vom Altersheim, von Omi und Opi. Da steht sowas immer auf der Fensterbank. Und hier hinten, hier haben wir die Kartoffeln. Ihr wisst ja, ich mache meine Kartoffeln in Eimern. Da gibt es auch ein Video zu aus diesem Jahr. Ach, das verlinke ich euch hier oben. Da bin ich einfach so dreist. Warum? Weil ich es kann. Also Kartoffeln ist, kommen wirklich alle. Auch hier, wo das so schäbig aussieht, dass da nichts kommt. Da kommt auch die Kartoffeln. 40 Kartoffeln, die Eimer nebenan, die sind noch nicht aufgefüllt. Aber ich habe das Ganze schon ein bisschen angehäufelt. Und ihr könnt ja sehen, ich brauche nur noch die Hälfte an Erde pro Topf. Das heißt, wir teilen uns hier quasi immer so einen Topf hier. Ne? 2:1. Ich glaube, da kommen wir anschließend nachher mit durch. Und dann läuft das. Dann wollen wir noch mal da hinten hin. Da ganz hinten wächst ja auch noch was. Aber hier vorne sind die. Hier haben wir erstmal eine Kumquat. Auch sehr nice. Haben wahrscheinlich auch die wenigsten im Garten. Hat ganz gut ausgetrieben dieses Jahr. Aber die ganzen gelben Blätter hier, die sind halt vom letzten Jahr, rollt sich ein. Alles nicht so schön gewesen. Habe ich mich auch gar nicht drum gekümmert. Aber ihr könnt das hier unten sehen zum Beispiel. Der Neuaustrieb und auch hier oben der Neuaustrieb, der sieht natürlich wunderprächtig aus. Dann haben wir hier Johannesbrotkernbäume. Auch das ist wahrscheinlich eine Kultur, die die wenigsten von euch im Garten haben. Aber wir werden mal gucken die nächsten Jahre, was da irgendwie bei rumkommt. Auch das ist so ein Projekt, was sich viele Jahre noch hinziehen wird. Aber immer langsam. Ja, hier hinten auf der Stirnseite, da wachsen meine Auberginen ganz gut. Und hier gibt es nochmal einen schönen Gruß an die Facebook-Gruppe, wenn das Saatgutpaket mal wieder ankommt hier auf Dogs Island. Da verlinke ich euch hier oben mal das Video, wie ich das Päckchen ausgepackt habe. Wollte ich nochmal anmerken, hier Morgensternsäcke, so ein unscheinbares Gras, blüht dann so ein bisschen grün, sehen auch durchaus aus wie so Morgensternsäcke. Da bekommt ihr auf jeden Fall Saatgut, wenn das Päckchen bei mir ankommt.
Großes Lob geht auf jeden Fall raus, dass das Päckchen hier immer noch die Runde macht. Nach einem Jahr. Schöne Sache. Das ist er gewesen. Mein Gartenrundgang für den Monat Mai. Es steht natürlich noch einiges aus. Zum einen ist es der Mais. Da kriegt ihr jetzt kurz noch mal eine kleine Szene. Damit geht's nach draußen. Sind so 150 Pflanzen. Ja, der Mais ist es. Der muss jetzt die Tage gemacht werden. Ich habe da noch ein bisschen was an Zucchini und Kürbisse. In diesem Jahr sind das 4 Sorten Kürbisse und 2 Sorten Zucchini. Die werden wir nachher noch pflanzen, beziehungsweise sind die schon gepflanzt. Das darf ich euch nur nicht erzählen. Das schauen wir uns dann im nächsten Gartenrundgang an, im Juni dann. Da wollen wir mal gucken, was hier draußen eigentlich los ist. Wetter ist ja wieder mal herrlich. Das ist meine Ernte. Die wollen wir drinnen verarbeiten. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir doch mal bitte einen Kommentar hinterlassen. Wir sehen uns drinnen, verarbeiten noch ein bisschen was. Einmal beim Dog über den Tellerlinsen. Ja, da sind wir schon wieder angekommen, hier auf dem Küchentisch. Und wie man so einen Schnitzel paniert, das muss ich euch, glaube ich, nicht zeigen. Bisschen Ei, bisschen in der Panade rein. Und genauso hier, wie man die Petersilie schneidet, auch das muss ich euch wahrscheinlich nicht zeigen. Ebenso hier drüben unsere Erdbeeren. Wie man Erdbeeren zuckert, ich glaube, das wisst ihr alles auch. Und hier drüben, da haben wir nochmal den schönen Salat von heute. Wie man den zurechtschneidet und macht, muss ich euch natürlich auch nicht zeigen. Dafür aber hier vorne unsere Mairübchen. Mairübchen, die schmecken so ein bisschen nussig. Ist so ein Zwischending zwischen einem Kohl und einem Radieschen, würde ich sagen. Leicht nussig, leicht scharf. Was hier aber viel interessanter ist, wie denn unser Mairübchen von innen aussieht. Ich bin bei dem Mairübchen, da gehe ich ja genauso vor wie bei dem Kohl. Das verlinke ich euch hier oben, das Video, wie ich den Kohl verarbeite. Und auch nicht anders gehe ich bei dem Mairübchen vor. Die Mairübchen, die kann man natürlich auch ganz easy hier schälen nachher. Ja, die Schale, die kann man, könnte man rein theoretisch so abziehen. Das geht natürlich auch. Mairübchen kann man aber allerdings auch mit Schale essen. Ich gehe da wie folgt vor, ähnlich hier oben wie bei der Sache, was ich euch gerade eben schon verlinkt habe. Ich schneide mir da, erstmal gucken wir rein, wie madig unser Rübchen hier ist. Ich denke, können wir alle sehen, dass das Rübchen sauber ist. Ich schneide mir das in so Scheibchen. Sind so die Stärke von so einem kleinen Finger, würde ich sagen. Da schneiden wir unsere Rübchen in so, erstmal in solche Scheiben dann. Oh, hier ist das ein bisschen madig, ist aber nicht so wild, wird weggeschnitten. Und da schneiden wir unser Rübchen erstmal in so Scheiben wie den Kohl. Auch das schneiden wir uns einfach grob weg. Wir haben die Kilos ja gemacht. Und dann könnt ihr natürlich, je nachdem, wie ihr das haben wollt nachher, ob ihr da Streifen von macht oder Würfel. Aber ich schneide da dann immer einmal rum hier. Wie gesagt, ihr könnt das natürlich auch mit Schale essen. So mache ich das nachher bei allen Scheiben. Anschließend werden die bei mir in Streifen geschnitten. Ihr könnt da natürlich auch Würfel draus machen. Aber so gehe ich vor bei meinen Mairübchen. Sind sehr lecker, sehr krosch. Und haben eine leichte Schärfe. Bisschen nussig, aber durchaus lecker das Ganze. Ich mache das hier jetzt fertig. Wie die Kartoffeln gekocht werden, muss ich euch ja auch nicht zeigen. Wir sehen uns gleich nochmal auf dem Teller vom Dog. Schnell mal eine Mehlschwitze zaubern. Ich denke, auch das kennt wohl jeder. Nun sind wir auch schon wieder am Ende angelangt. Einmal beim Dog über den Tellerlinsen. Das Schnitzel mit dem Mairübchen und Salzkartoffeln. Dazu gibt es natürlich einen Salat. Die Erdbeeren. Und das soll es von mir gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir doch einen Daumen. Abonniert den Kanal. Und dann sehen wir uns schon im nächsten Video wieder. Danke fürs Einschalten. Schmecken lassen.